So, und hier bin ich gleich wieder. Wir reden mit Derek, dem Bauern. Du bist bestimmt gekommen, um die Pacht einzufordern, oder? Ich kann sie dir nicht zahlen. Diese diebischen Mistkerle haben alles gestohlen. Ach, verdammt. Siehst du, da sind sie schon wieder. Überall diese Mistviecher. Oh, Goblins. Die sind kein so großes Problem, durch die Tatsache, dass sie wirklich relativ schnell zuschlagen. Machen aber auch nicht so viel Schaden. Also gegen die untoten Gotha sind sie nichts, aber auch gar nichts. Nein, nicht ihn schlagen. Den Goblin. Ja, schöne. Und sie haben auch Bären bei sich. Sehr häufig Schnapsbären. Wie der Name schon sagt, kann man daraus Schnaps machen. Komm, die werden auch kein Problem mit einem Goblin haben, Entschuldigung. So, das okay, erledigt. Und wie ihr seht, haben wir schon Ruf in Trelis zu bekommen. Diese dreckigen Diebe stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Was ist mit deiner Pacht? Meine Pacht, die ich an Trelis zahlen wollte, wurde mir gestohlen. Diese dreckigen kleinen Mistkerle. Woher kommen diese diebischen Goblins? Sie kommen immer wieder aus dem Norden hierher auf meinen Hof und klauen, was das Zeug hält. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Ich wünschte, jemand würde da mal ordentlich aufräumen. Dann könnte ich hier endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Zeig mir deine Ware. Schauen wir mal, was der hat. Ah, gut, der hat sogar ein Rezept. Schnaps. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt kaufen soll oder nicht. Das ist billig, aber Schnaps stellt halt Ausdauer wieder her. Vielleicht, ja, genau hier, dann haben wir genug. Nein, ich kaufe mir kein Rezept für Schnaps. Jetzt kümmern wir uns aber mal. Na, zuerst, soweit ich weiß, kann man mit diesem diesem Arbeiter hier reden. Der sucht seine Schaufel. Die kann man ihm bringen. Noch so ein Söldner. Bist auch gekommen, uns Ärger zu machen? Verschwinde, wir haben schon genug zu leiden. Bleib mal locker, Bürschchen, sonst wirst du mich mal kennenlernen. Na komm doch, vor dir habe ich keine Angst. Du kleiner Hosenscheißer, gehst mal besser wieder an deine Arbeit. Und was ist, wenn nicht? Entspann dich. Ich bin nicht gekommen, um dir Ärger zu machen, Bürschchen. Das will ich dir auch geraten haben. Ach was. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Wen? Die Orks bei der Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Wen genau? Den Aufseher. Ja genau, den Aufseher dort. Wie heißt er? Das weiß ich doch nicht mehr. Die Orks sehen doch alle gleich aus. Ich glaub dir kein Wort. Wirklich? Ich habe für die Orks am Tempel gearbeitet. Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Und was habe ich davon, wenn ich deine alte, gammelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann verrate ich dir, wie du an viel Gold kommen kannst. Ach was, das wird ja immer besser. Hey, ich mag vielleicht ein Hitzkopf sein, aber ich bin kein Lügner, klar? Wir werden sehen. So, also, der nette, etwas aggressive Knecht Ben sucht seine Schaufel. Wenn ich Lust dazu habe, werden wir sie ihm bringen, aber vorerst mal nicht, denn wir haben Besseres zu tun, und zwar die Goblins zu töten, die hier regelmäßig den Hof heimsuchen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo diese Goblins sind. Das ist das Problem. Aber ich werde sie schon noch finden. Ich glaube, da hinten irgendwo.
Ah, und mit diesem seltsamen Pilz hier, das ist eine Zutat. Hier, seltsamer Pilz. Das ist eine Zutat für Verwandlungstränke. Die habe ich eigentlich bis jetzt bei jedem meiner Spielstände gelernt zu brauen, aber ich weiß nicht, ob ich sie hier auch brauen werde, denn die bringen ja nicht wirklich viel. Vor allem, wenn man sich in einen Scavenger verwandelt. Als Scavenger stirbt man noch viel, 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 viel schneller, als wenn man ein Mensch ist. Also, finde ich, bringt das nicht viel. Ich speichere nochmal, ich bin übervorsichtig. Und sogar zwei Truhen gibt es hier. Zu schwer. Die ist zu schwer zu knacken, aber die hier können wir öffnen. Genau, hier müssten jetzt die Goblins drin sein, soweit ich mich erinnere. Ich kann mich natürlich auch irren. Da ist schon Kampfmusik, oder? Ich höre es nicht so laut. Ah ja, genau, genau, das ist gut. Hier sind die Goblins. Da. Oh. Da. Oh. Da. Heilen wir uns zur Sicherheit. Aber wir haben zwei rohes Fleisch wieder. Können wir da mal braten. Ah, hier. Hier haben wir zum Beispiel einen Verwandlungstrank. Verwandlung Wolf. Damit können wir uns in einen Wolf verwandeln. Und werden auch von anderen Wölfen nicht angegriffen. Und ja, das kann vorteilhaft sein, aber ich glaube, für die Goblins hier ist es besser, wenn wir in der Heldenform bleiben. Und ich habe schon den nächsten Goblin gesehen, die zwei nächsten Goblins, die drei nächsten, die vier nächsten Goblins. Allerdings sind nur zwei auf uns aufmerksam geworden. Und hey, die kommen genau richtig. Die wechseln sich richtig ab. So, du stirbst als nächstes, du da hinten. Komm ruhig, komm. Nochmal speichern. So, und da ich scheinbar zu dumm war, auf die Uhr zu schauen, weiß ich nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme und beende diesen Part. Ich weiß nicht, wie lange er geht, vielleicht geht er nur 8 Minuten, ich weiß es nicht. Jedenfalls, bis zum nächsten Part, ich werde ihn jetzt gleich aufnehmen. Ja, und viel Spaß mit meinen Videos. Das war Trollhunter 1000.